Ja, heute geht es um das Thema Wegbeschreibung auf Italienisch. Ich zeige dir erst ein paar nützliche Wörter und am Ende gibt es noch einen Dialog zum Mitmachen. Du kannst dir auch noch ein gratis PDF downloaden, also schau dir das Video unbedingt bis zum Schluss an. Bevor wir loslegen, eine kurze Ankündigung. Über die Sommermonate möchte ich ein paar Urlaubsthemen vorstellen und du kannst mir in die Kommentare schreiben, welche Urlaubsthemen dich auf Italienisch interessieren würden. Wenn dir solche Videos gefallen und du mehr solcher Videos haben möchtest, dann like das Video und wie gesagt, schreib mir in die Kommentare deine Vorschläge zu Urlaubsthemen. Ja, aber jetzt fangen wir an mit den nützlichen Wörtern zur Wegbeschreibung. A destra, a sinistra, girare a destra, girare a sinistra, dritto, sempre dritto, fino al semaforo, fino all'incrocio e tornare indietro. Ja, wenn du noch mehr Wörter zum Thema Wegbeschreibung haben möchtest, dann schau dir unbedingt mein Kurspaket an, denn da dreht sich gerade alles um das Thema Urlaub und du bekommst jeden Tag eine neue Übung zu verschiedenen Urlaubsthemen und auch zur Wegbeschreibung. Ich verlinke dir das Kurspaket hier oben und auch in der Videobeschreibung, dann kannst du es dir einfach mal anschauen. Und wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne eine E-Mail. Wie angekündigt, gibt es jetzt den Dialog zum Mitmachen. Ich spreche die Sätze in grün markiert laut vor und du die Sätze in rot. Aufgepasst, denn du beginnst. Certo, mi dica. Allora, vada sempre dritto fino al semaforo e poi giri a sinistra. Di niente, arrivederci. Ja, hol dir jetzt das gratis PDF zum Thema Wegbeschreibung mit diesen Wörtern und dem Dialog. Ich verlinke es dir hier oben und auch in der Videobeschreibung. Vergiss nicht, mein Video zu liken und bitte kommentiere und schreib mir deine Wünsche für weitere Urlaubsthemen in die Kommentare. Ci vediamo presto. Ciao.